Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Die Sommerferien sind gerade gestartet. Ferienzeit, Urlaubszeit. Eine Zeit zum Entspannen, zum Wegfahren, zum Ausruhen, zum Rauskommen und zum Ankommen. Irgendwie frei sein. Befreit sein vom Alltag. Auf geht's in die Welt. In die große Welt oder aber auch in meine kleine Welt. In der Sommerzeit blüht dieses Gefühl, frei vom Alltag zu sein, auf. In manchen Momenten ganz besonders. Der Sommer lädt mich ein, meinen Koffer zu packen und loszureisen. Aber dafür brauche ich auch erstmal Platz. Platz in meinem Koffer. Was da reinkommt, das bestimmt das Reiseziel. Es bestimmt das, was ich mitnehmen muss und was ich mitnehmen möchte. Da wäre der Ausweis. Der symbolisiert, wo ich dazugehöre. Dann gibt es auch den Sonnenhut, der mich schützt. Dann gibt es etwas für die Ferne. Gläser, die mir einen Weitblick ermöglichen. Dann Unterhaltungssachen. Ein gutes Buch kann immer nicht schaden. Und was auch nicht fehlen darf, sind Pflaster für Notfälle. Und je nachdem, wo es hingeht, wie die Reise aussieht, lebe ich auch ein Stück weit aus diesem Koffer. Dieser Koffer ist das mir Bekannte, dass ich in das Unbekannte mitnehme. Und irgendwie bin ich in diesem Koffer komprimiert zusammengefasst. Und dennoch kommt einiges zusammen. Also neben dem, was ich im Außen benötige, bin ja auch ich mit meinem Inneren immer dabei. Moment. Wie jetzt so eine verschlossene Schatzkiste ist auch so manches Gepäck. Das sind Erinnerungen drin, Träume, Vorstellungen, Erfahrungen, manchmal auch Schönes, auch Unangenehmes, Hoffnungsvolles. Es ist die Art von Gepäck, das mich prägt. Und diese Gepäckstücke schleppt man vielleicht manchmal eher mit, als dass man sie aktiv tragen möchte. Etwas, das ich nicht so einfach weglegen kann. Und dann kommt es mir so vor, als ob ich in meinem Lebenskoffer sitze. Und wenn ich darin sitze, würde mich die Gepäckwaage am Flughafen nicht so einfach in ins Flugzeug kommen lassen. In solchen Momenten sehe ich mich selbst in so einem riesengroßen Koffer sitzen und bin irgendwie glücklich darüber, dass ich den nicht alleine tragen muss. Denn Gott verspricht, gemeinsam mit mir mein Leben zu tragen, Dinge auszuloten, sie tragbarer zu machen und zu sehen, was abgelegt werden kann, oder was sich vielleicht auch in Wunder verwandeln lässt. Manches darf bleiben, manches darf gehen. So lässt sich's auf jeden Fall besser reißen. Mit leichtem Gepäck. Eine gute Zeit Ihnen und eine wunderbare, gesegnete Sommerzeit. Tschüss! Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.